Spannend, sehr abwechslungsreich. Gewählt bin ich von Bürgerinnen und Bürgern, daher bin ich mit denen so oft wie möglich im Dialog. Über die Social Media, über das Telefon, über direkte Kontakte. Auf der anderen Seite reise ich nach Brüssel und nach Straßburg, weil ich dort an den Ausschüssen, an der Fraktionsarbeit, an den Plenarveranstaltungen teilnehme, um mich einzubringen mit unseren Interessen, mit unseren Ideen und an Kompromissen arbeite. Auf welcher Basis begegnet man MEPs anderer Parteien oder Fraktionen im Europaparlament? Mit Respekt, mit Achtung, mit Fairness. Wir brauchen in Europa einander. Wir müssen einander respektieren und aufeinander zugehen. Niemand hat eine Mehrheit, jeder kann sich seine Mehrheit suchen. Mehrheiten schafft man und Verständnis und Kompromiss erzeugt man nur, wenn man miteinander redet und fair umgeht. Wie entwickelt sich die EU weiter in Bezug auf Neuzugänge bzw. mögliche Abgänge? Der Brexit hat uns alle schockiert. Jeder spürt und jeder Mensch nimmt wahr, dass es keinen Sieger gibt, dass es nur Benachteiligungen ergibt und Frust. Daher wollen wir mit der Debatte um die Zukunft Europas die Sorgen, die Fragen, die Hoffnungen der Menschen ernst nehmen und an einem besseren Europa arbeiten, das nach innen wie nach außen stärker wird. Wieso lässt sich die FPÖ in ein Parlament wählen, das sie eigentlich abschaffen möchte? Die liberale Demokratie, die europäischen Grundrechte sind unsere wichtigsten Säulen neben der Rechtsstaatlichkeit. Jeder und jede kann sich um Ämter bewerben. Jeder und jede politische Partei oder Bewegung kann bei Wahlen antreten. Wenn sie gewählt werden, repräsentieren sie ihre Wählerinnen und Wähler in einem Parlament. Werden die Klimaziele erreicht werden? Das liegt an uns. Mit dem Pariser Klimaabkommen, mit dem Green Deal, mit dem Klimagesetz und mit den ehrgeizigen Klimazielen, die wir soeben im Europäischen Parlament beschlossen haben, leisten wir einen Beitrag dazu. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine bessere, eine ökologischere Zukunft den nächsten Generationen überlassen wollen und daher die Klimaziele erreichen werden.